Hoppla, jetzt hat es den österreichischen Bauernbund einmal mehr erwischt und auch gleich den neuen Landwirtschaftsminister. Wir analysieren das gleich nach dem Intro. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen schon einige ÖVP-Bünde durchgesprochen. Das bekannteste oder ja, fast das unrühmlichste Beispiel war damals der Seniorenbund, wo man draufgekommen ist, dass er Millionen von Corona-Hilfen abgezweigt hat und diese irgendwie ins Universum der ÖVP überführt hat. Ja, und jetzt tritt das ein, was ich eigentlich schon längst gesagt habe und diejenigen von euch, die mich auf dem Kanal schon länger verfolgen, haben das auch sicherlich schon ein paar Mal gehört. Jetzt tritt der Fall ein, dass man sich auch das Landwirtschaftsministerium einmal ein bisschen genauer anschaut und wo ich immer gesagt habe, da ist man seit 1986 ununterbrochen drinnen als ÖVP. Das würde mich echt einmal interessieren, was darauf rauskommt dabei, wenn man das Ministerium nimmt, umdreht und einmal ordentlich durchschüttelt. Ja. Genau das sehen wir jetzt bereits in den ersten Zügen. Aktuell die Geschichte mit der Bauernzeitung, wo man ja schon ganz klar gesehen hat, wie der Hase läuft und was wir eigentlich auch bestätigt bekommen haben, was wir eigentlich auch immer vermuten. Und zwar geht es da konkret darum, dass der aktuelle Landwirtschaftsminister Totschnig, der ja auch Bauernbunddirektor gewesen ist, jetzt in einer blöden Situation ist. Und zwar ist eine Chat-Nachricht zwischen ihm und dem leidlich bekannten Thomas Schmidt aufgetaucht, wo er eben auch interveniert und man eigentlich daraus ableiten kann, dass er nichts anderes wollte, als dass man natürlich in seinem Haus Medium Inserate schaltet. Da sind wir jetzt genau bei dem, was man auch in der Bibel nachlesen kann. Da hat es ja Jesus angeblich geschafft, Wasser in Wein zu verwandeln. Und im Landwirtschaftsministerium hat man in vielfacher Art und Weise es zusammengebracht, dass man Steuergeld in Parteigeld verwandelt. Und um das zu schaffen, hat man natürlich eine Vielfalt von Möglichkeiten genutzt. Zum einen hat man mal als Bauernbund verschiedene Unternehmungen gestartet. Das ist ein ganzes Netzwerk an Verlagen und Agenturen, Fernsehsendern und so weiter und so fort, an denen der Bauernbund überall beteiligt ist oder wo er vielleicht auch sogar alleiniger Besitzer ist. So, das ist der Schritt 1. Schritt 2 ist natürlich jener, dass man dann ins Landwirtschaftsministerium geht, dort interveniert und schaut, dass natürlich diese Medien mit entsprechenden Inseraten oder sonstigen öffentlichen Schaltungen bedient werden. Auch das soll nun passiert sein. Das heißt, dass man unbedingt schaut, dass in diese ganzen Bauernbund-Medien entsprechende Geldflüsse aus dem Ministerium heraus stattfinden und dass man damit natürlich auch die eigene Kasse aufputzen kann. Was hat man mit dieser Kasse dann gemacht? Naja, ganz klar. Damit hat man dann wiederum seinen eigenen Kandidaten und eigentlich natürlich die ÖVP bei Wahlkämpfen unterstützt. Und es ist schon atemberaubend, mit welcher Frechheit man das eigentlich gemacht hat und wie man auch bis vor kurzem da drinnen gefuhrwerkt hat. Also man hat dann, damit man das Ganze noch erweitern kann, gibt es natürlich dann auch noch so Scheinvereine, die nur teilweise an den Bauernbund angegliedert sind, aber trotzdem überall in Personalunion geführt werden, hat wie zum Beispiel die Tiroler Jungbauern, die rund 600.000 Euro auch an Corona-Hilfen abgestaubt haben. Also alles das sind Konstrukte und Umgehungsgeschichten, wie die ÖVP halt einfach geschaut hat, Steuergelder aus Ministerien in Parteigelder zu verwandeln und das dürfte doch einige Zeit sehr, sehr gut gegangen sein. Aus meiner Sicht muss man deswegen auch hier mal endlich einen Riegel vorschieben und ich möchte jetzt echt einmal an die ÖVP appellieren, gebt es immer erst zu, was ihr alles aufgeführt habt, wenn ihr euch mit den zwei Händen in der Hand erwischt, sondern legt es mal wirklich die Karten am Tisch und sagt es einmal der Bevölkerung in diesem Land auch, wo ihr eure Leiden habt und wo ihr vor allem auch die Bevölkerung hinters Licht geführt habt. Also ich glaube, das würde einem Karl Nehammer und seinen Freunden jetzt einmal wirklich gut anstehen, endlich mal zumindest den Versuch zu unternehmen, hier transparent zu sein. Gemacht wird übrigens das Gegenteil. Das lässt sich an einer ganz, ganz lustigen Geschichte festhalten. Und zwar, es hat sich herausgestellt, dass die Pressesprecherin des Landwirtschaftsministeriums auch gleichzeitig die Chefredakteurin eines Mediums ist, das wiederum, dreimal darf man raten, richtig dem Bauernbund gehört und natürlich vielleicht auch von dort aus entsprechende Schaltungen erhalten hat. Das Witzige war nur, dass diese Information, dass diese Person ein und dasselbe ist, also sprich Pressesprecherin des Ministers und gleichzeitig auch Chefredakteurin dieses Mediums, dass diese Information am Sonntag nach Aufkommen des Bauernbundskandals auf einmal ratzfatz von der Homepage verschwunden ist und mittlerweile nicht mehr auffindbar ist. Das ist interessant, die ÖVP
hat immer noch nicht irgendwie verstanden, dass es jetzt um Transparenz, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit geht. Nein, man arbeitet weiterhin mit dem alten System. Man will vertuschen, tarnen und täuschen. Und wenn man da am Sonntag sogar extra ein Ministerium aufsperren muss, um eine Homepage zu löschen oder zumindest Einträge davon, dann ist Ihnen auch das nicht so blöd. Wir werden weiter hier am Ball bleiben und eines sage ich euch auch, das, was sich in Sachen Bauernbund gerade tut und das, was momentan noch in der Pipeline ist, lässt auf eines schließen, das schwarze Kartenhaus beginnt gerade erst in sich zusammenzubrechen. Was wir jetzt sehen, ist erst der Anfang. Bin schon gespannt, wann die ÖVP kapieren wird und auch ihre Wähler, dass das Ende aber auch nicht mehr sehr fern ist.